Okay, later then. For life, CJ. For life, you heard? Mission Pause. Oh yeah. Respect. Have yet. Respect. Da machen wir noch eine Rider-Mission, weil die anderen Missionen kennen wir beide schon, dass die wir verkackt haben. Meinst du? Ich denke, dann können wir... Ich weiß es nicht. Na gut. Hey, Rod! Low. Rod! Yeah, CJ. Hey, CJ, tell me why I didn't finish high school. Because you've been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Because you had put hands on that teacher for wearing baller colors. No, that ain't it either. It's because I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh, shit. A genius. Oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? A man with a lot of guns? Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Let's go. Go hit Get the that way. Out my face. Go man. Hit the way. Don't fuck with oh, that, come man. On, man. Come Buster. Genau. CJ ist ja clean, Alter. Get in the wind with Ryder. Genau, ich bin clean. Ich nehme keine Drogen mehr. Finger weg vom Cannabis. Drive down the compound and ocean dogs. Ocean dogs. Nee, da komme ich nicht durch. Na gut, dann zu den Ocean dogs. Nein. Ich will jetzt nicht bei jeder Mission gleich rummeckern vorher. Ich will es erstmal sehen. Erstmal gucken, dann meckern. Dann oder vielleicht nicht meckern. Rocken. Rocken? Ich rocke? Okay. Fand ich noch nicht so toll. Was fandst du nicht so toll? Ach, nichts. Ja. Wir wollten jetzt hier nicht mehr über Musikgeschmäcker streiten. Ja. Ich glaube, ich bin wieder absolut bescheuert. Ich glaube, vor allem doch mal gerade... Nee, da kann man nicht, oder? Das ist das der kaputt macht, Sau. Deine Sackgasse. Jawohl, da geht es durch. Sackgasse, ja, Laber. Laber, du. Mach gerade ausfahren. Labestab. Und schon sind wir da. Ja. Ja, warte mal. Hat das nur einen Eingang hier, die Scheiße? Ja. Ach, er ist da vorne, glaube ich. Das ist deine Sackgasse. Deine Sackgasse. Ach, komm mal klar. Die Kurve da klar. Was? Nee, wohl jetzt nicht lang. Ich glaube nicht, nee. Entschuldigung. Sorry. Die Pollensaison, ich sag's doch. Ja, aber deswegen muss ich nicht husten. Die Pollensaison. Nein. Die Pollensaison. Nein. Die Pollensaison. No. Die Bodensaison! Na, jetzt habe ich die Kamera verkackt gerade beim richtig hinsetzen. Na gut. Wir fangen immer an, irgendwann rumzunuscheln, das ist ein bisschen nervig. Wir müssen ein bisschen besser artikulieren und ein bisschen deutlicher und lauter und enthusiastischer sprechen, weil wir immer so klingen, als hätten wir überhaupt keinen Bock auf den Mist hier. Oh. Ehrlich, ich hasse das auch total. Jen, warum mach ich das hier eigentlich? So ein Dreckshobby. Voll scheiße, ne? Los Santos. Echt? Dürfen wir jetzt hier hin? Oh. Ja, Los Santos ist eigentlich... Das ist noch unser, ja, ja. Ist unser Bezirk. Das kann jetzt noch nicht sein, dass wir jetzt schon irgendwo neu hin dürfen. Ja. Das würde mich sehr wundern, so lange spielen wir Unan. Sorry. Upsi. Ja, es ist die Mission, die ich dann diesmal wirklich. Rocken. This is the spot. National Guard Depot. Man, this shit looks real serious. Are we up for this? It's National Guard, fool. Weekend soldier. Ain't no match for Grove Street OGs. Get in there and open the damn gate. Yeah, open the front gate by shooting this witch on the other side of the wall. Okay, dann ab rüber. Hauptsache, man kann hier einfach so rüber gehen. Zug. Boom, Headshot. Oh, der war gut. Das war ein Juter. Die habe ich immer verkackt bei der. Die Dinger. Oh ja, deswegen schaffst du es jetzt. Open the warehouse door by shooting the switch on the wall.
Another switch in the wall. Wanna know you just to another switch in the wall. Oh. Jawohl, das läuft doch. Dufte. Gott. Gibt's ja nicht sogar ein Spiel, ein Gabelstapler-Simulator? Bestimmt gibt's. Ich glaube. Ganz schön cool, ne? Oh, nebenbei kriegt schon wieder Ryder nur aufs Maul. Das macht ja nichts. Der wird auch nicht getroffen, der ballert hier ins Leere. Der sieht schon Gespenster. Oh, schöne Cutscene. Tolle Zwischensequenz. Ja, absolut, ja. So, eine Box noch, dann helfe ich, gehe ich mal Ryder helfen. Shit, CJ! Shit! Eieieiei! Nichts passiert! Handy bei der Aufnahme. Entschuldigung. Was hab ich dir gesagt? Handy aus, ja. Genau, wie im Kino, Handy aus. Mir leid. Ja. Jetzt hören alle meine peinlichen Dinger drin. Aber die finde ich ehrlich gesagt super. So, jetzt gehe ich mal dem Stacko helfen. Der kriegt nämlich gerade gut aufs Maul. Naja, er ruled auch gut, aber trotzdem kriegt er aufs Maul. Oh mein Gott, war das schlecht. Scheiße. Ja gut, Ryder, jetzt musst du wieder allein klarkommen. Schafft er. Meinst du? Naja, eigentlich nicht. Ein Forklift? Gabelheber heißt der auf Englisch. Gabelheber? Gabellift. Gabellift. Box habe ich verkackt. Oh mein Gott, jetzt geht das wieder los. Das Verkacken. Konzentrierst du dich auch mal wieder? Ja, ich konzentriere mich. Entschuldigung. Nee. Asche auf mein Haupt. Asche auf dein Haupt. Asche. Asche gleich mal auf dein Haupt, Junge. Nee, lieber nicht. Nee? Nee, das hätte ich ungern. Alter. Kopf, oh. Dann so ganz locker aus. Ah, das ist noch Handgelenk. Leichte. Leichte Kavallerie, die haben alle nur Pistols. Pistol. Oh, mein Leben ist aber auch nicht mehr ganz das, was es mal war. Mein Leben. Mein Leben. Na, steigst du ein, du Hure? Alter. Ist auch nicht mehr, was es mal war. Früher. Früher war ich ein schöner Jüngling. Blondes, lockiges Haar. Kräftig gebaut. Gesund, sportlich. Und jetzt? Jetzt fahre ich einen Gabelstapler. Laberst du nur Gülle. Und fahre einen Gabelstapler. Das Leben ist hart geworden auf der Grove Street. Die Jobs laufen nicht mehr. Jeder muss gucken, wer über die Runden kommt. Ich war ein Gabelstapler. Was machst du? Genau. Und rein damit. Jawohl. Noch eine Box. Ist noch eine? Hm. Die steht aber woanders. Ich sag mal kurz wieder den Lügen. Kann ich da helfen? Hier stehen zum Beispiel noch welche. Forklift. Die sind immer echt gefährlich, die Boxes. Oh Gott. Boah, ist so spannend. Ich krieg keine Luft mehr. Das ist so spannend. Die Spannung hier ist. Nee, wirklich. Wirklich. Komm schnell. Das schaffst du. Geht in the Forklift Truck. Der war fett. Da muss ich mich doch mal selber loben. Ja. Genau so. Wir haben Schuss in die Luft.
130 Muni. Sie sieht doch super aus. Ja, naja, nicht, dass jetzt irgendwie die Maschinengewehrleute ankommen und meinen, sie müssten jetzt mal ein bisschen rum. Nee, das machen die nicht. Nee. Die lassen uns in Ruhe. Die haben heute Urlaub. Ja. Na. Die lassen heute den Stützpunkt mal alleine. Ja, das. Ach. Warum machen wir das eigentlich hier überhaupt zu zweit? Ich meine so. Ja. Den ganzen Stützpunkt stürmen. Mutig, ja, aber. Naja, deswegen ja, ist halt, weißt du, die Gang. Ach so, das ist die Gang, die ist mutig und so. Ja, die müssen halt auch beweisen, dass es können. Ah, okay. Okay. Ich hab keine Weicheier. Ja, natürlich. Ryder! Das ist ja ein Abnippeln. Nicht, dass der jetzt kurz vorm Ende noch verreckt. Alter! Durch den Abbruch sieht man noch echt gar nichts. Scheiße, oh mein Gott. Nee, jetzt aber schnell. Ich bin auch nicht mehr ganz... Jetzt aber raus hier. Oh, ja, die Box jetzt schnell. Noch ist hier nichts passiert. Also noch sind wir hier nicht raus. Get in, man, schnell. Hier dich jemand shootet. Schnell. Was bleibt denn da stehen? Ja, muss ja irgendwie mitfahren. Oh, meine Herzfrequenz steigt doch dezent an gerade, weil wir beide ziemlich low sind. Ja. Oh Gott. Wo muss ich den hinbringen? Nach wohin? Nach Hause? Was macht der denn da? Sie rauswerfen. Super. Ach, das ist jetzt um die Ordnungshüter von der Spur abzubringen. Ja, oh mein Gott, diesmal verfolgen mich aber gar keine Ordnungshüter. Warum sollte er eine Box stärken eigentlich? Ja, vielleicht vorsichtshalber. Ach, ist das Ammunition? Ammunition? Ich muss das jetzt nämlich hier diesen komischen freaky Typen bringen, der immer so aussieht, als wäre er hart auf Crack. That shit was tight. Tight? Man, that shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. Respect Mission passed. Ja, jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Weil irgendwie haben wir nicht mehr so viel Leben. Also irgendwie keins. Ach, wir müssen doch gar nicht. Wir haben jetzt alle Freiheiten. Hier ein Haus. Warum haben wir hier ein Haus? Ach, ist das, was wir uns gekauft haben? Daneben. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Vom Drogengeld. Das Safe House. Nein, vom Cheatergeld. Vom Drogengeld. Okay, dann. Erstmal auf Toilette. Cheats. Da stand gerade irgendwas von Cheats. Ja, passt schon. Passt schon. Okay, also. Mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen hier. Natürlich jetzt wir sind jetzt lange in der Vorproduktion, das werden wir, oh mein Gott, deswegen können wir nicht auf Kommentare antworten, weil wir jetzt beide eine Weile nicht dabei sind, weil wir halt in Ferien weg sind und so weiter und so fort. Ich hoffe aber, es hat euch gefallen. Ein Like tut nicht weh, falls es gefällt. Ein Like tut gut. Das ist wie auch Massage für meinen äußerst verspannten Nacken jetzt nach dieser Aufnahme. Euch und auch uns tut das nicht weh. Und ein Abo natürlich auch noch weniger, aber ich will jetzt hier nicht so räudig rumschleimen. Abonniert's einfach. Genau. Macht! Ihr müsst einfach. Einfach selber wissen. Und ja, viel Spaß beim Angucken der weiteren Videos und ja, ich würde sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme, wenn es wieder heißt Let's Play. GTA San Andreas. Ihr wisst, dass es euch gefällt.